Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. So, nee, abkuppeln wollte ich nicht. Ich wollte losfahren. Ich habe doch. Ah, musste zweimal drücken. Ich habe zu schnell zweimal gedrückt. Dadurch hatte er das nicht erkannt. Das ist natürlich ungünstig. So, den klappen wir aber zur Sicherheit mal zusammen. Wir wissen, Verkehr ist blöd, ne? Und kaum gesagt, da vorne kommen auch schon die ersten Autos. Ja, also von daher, mit offener Maschine. Nicht unbedingt, wenn man dann im Prinzip über öffentliche Straßen fahren muss. So, dann werden wir hier nämlich jetzt das Feld 6 noch einsehen. Dann gucken wir oben, dass wir mit dem Düngen weiterkommen. Das möchte ich ja dementsprechend auch noch fertig bekommen. So, das heißt, wir werden das hier gleich weiterführen. Jadele. Ja, das ist ein bisschen weit. Ich glaube, die erste Spur ist immer so ein bisschen tricky. Ja, würde sagen, so geht's. Gut, dann lassen wir hier den Helfer starten und ja, wir switchen hier mal weiter. Da muss ich erstmal ganz dezent wieder ganz nach hinten rausscrollen. So, auch hier Zündung an, Fahrstufe 2. So, und dann starten wir mal den Knaben. So, und werden hier mal gleich weiter düngen. Wie gesagt, wir haben hier den riesig großen Garant hier mit über 30.000 Litern. Das ist schon eine Hausnummer und da kriegen wir auch einiges gedüngt mit. Und ich denke mal, wenn wir nur einmal nachtanken müssen, dann ist alles in Ordnung. Ja, beim letzten Mal habe ich mich da ja ein bisschen, sagen wir mal, unwissend angestellt, weil ich ja irgendwie nicht so ganz mehr wusste, ja, wie weit ist es eigentlich, wie weit komme ich denn? Und ich sehe auch schon, das hier wird auch ziemlich eng. Hier komme ich rum. Aber das wird, glaube ich, zu eng. Ich glaube, den klappen wir mal so halb zusammen, dass wir hier nur durchkommen. So, jetzt können wir wieder aufklappen. So kleine Trick 17 sozusagen. So, wenn wir hier mal. Ups, bisschen chaotisch lenken, uns wieder auf unsere Spur begeben. Das ist das einzig Gute, dass der hier so eine große Arbeitsbreite hat. Da macht dann so ein kleiner Schlenker erstmal nichts aus, ne? Und ja, das können wir natürlich dann mit der letzten Spur noch korrigieren. So, einmal hier raus, dann einmal das Ganze. Opa. Oh. 5% hat der Garant an Schaden. So, hier ein Stückchen reinfahren, weil ich möchte die Straße nicht mitdüngen. Das ist nämlich genauso ein Punkt. Na, dann nicht nur wegen Verkehr, sondern in Real Life macht man das ja auch nicht, dass man dann irgendwo so halb über die Straße den Dünger verteilt. Ich weiß gar nicht, die Profis unter euch können mal reinschreiben, diese einzelnen Düsen, kann man die partiell abschalten oder nicht? Das würde mich mal interessieren. Denn man hat ja nicht immer die Größe gerade an Feld, damit das genau aufgeht. Ich könnte mir es von der Logik her schon vorstellen, dass man so einzelne Düsenbereiche einfach einen Absperrhahn zumacht und dann sagt, okay, da kommt jetzt nichts raus. Nur hier im Spiel geht es leider nicht. Aber wie gesagt, gebt mir da mal kurz eine Info, würde mich freuen und natürlich auch mal interessieren. So, der fährt auch wieder ziemlich langsam. Das heißt, da können wir uns mal ganz dezent davor setzen. So, dann wartest du jetzt. Dann musst du schneller fahren, Freund. So, die Seemaschine ist auch da hinten zugange. Ja, fährt jetzt auch gerade los. Im Moment hat es gerade ein bisschen geruckelt. Sollte es eigentlich nicht. Also ich denke mal, wenn ich jetzt am Wochenende den Umzug ins neue Studio habe, dann werde ich mich, glaube ich, mal so langsam auf die Suche nach einer neuen Grafikkarte und vielleicht einem neuen Mainboard machen. Weil ich habe ab und zu immer so ein bisschen das Problem, dass auf einmal eine Festplatte nicht erkannt wird. Aber das ist wohl ein Problem mit der Laufwerksbuchstaben. Denn dann habe ich nämlich vier Festplatten drin und auf einmal sind zwei Buchstaben vertauscht, eine Festplatte verschwindet. Ich glaube, das könnte eher mal das Mainboard sein. Ja, da muss ich mich dann auch noch nach was anderem umschauen. Aber ich denke mal, Grafikkarte, das wird jetzt als erstes mal fällig. Da muss ich mal gucken, was ich mir dann hole. Bin mir da noch nicht so ganz schlüssig, welche Grafikkarte es denn jetzt im Endeffekt sein soll. Ich habe jetzt eine schöne gesehen von Radeon, eine R9 oder was, eine R7, ich glaube eine R7. Und dann habe ich noch eine gesehen, eine GTX, schieß mich tot, 980, 960, irgendwas so um die Richtung. Könnt ihr mir nochmal reinschreiben, was ihr denn denkt? Ihr wisst ja, was ich für Simulationen spiele und was ihr meint, was für meinen PC ein bisschen überdimensioniert wäre, damit, falls ich später mal was anderes spiele, da auch genug Luft habe. So, das haben wir soweit durch. Dann gucken wir gerade nochmal uns den Status an. Also 2021 ist fertig. Hier sind wir an der Einsaat dran. Und ja, BGA, genau. Da könnten wir auch mal wieder ein bisschen was machen. Da haben wir im ersten Silo noch was drin. Können da dementsprechend dann auch nochmal ein klein bisschen was für den Güllevorrat und für den Geldbeutel tun. Haben wir jetzt, wie gesagt, noch
die Idee bekommen von euch zwei Felder, die wir da noch dazu kaufen können. Ja, da bin ich jetzt noch am Überlegen, was wir auf die Felder machen. Keine Ahnung. Aber die Felder an sich können wir definitiv schon mal holen. Ansonsten machen wir was, was dort unten in der Ecke gebraucht wird oder gebraucht werden könnte. Wir könnten die auch zum Beispiel als ja, Fleisch mit Weizen machen und dann die, sagen wir mal, für Stroh oder sowas für die Kühe nehmen. Die wollte ich auch bei Gelegenheit eigentlich mal wieder ein bisschen aufstocken, dass wir da auch etwas vorankommen. Ja, Mischration haben wir ja auch aufgefüllt. Gewächshäuser müssen wir noch gucken. Da sind wir, glaube ich, mit dem Mist noch nicht ganz fertig. Da fehlt uns, glaube ich, noch ein bisschen was. Also ihr seht, ein bisschen Arbeit haben wir noch. So. Während da hinten jetzt die Sämaschine erstmal weiter zugange ist. Wie gesagt, machen wir hier erstmal ein bisschen durch. Da sehen wir schon. Oh, kommt aber jetzt ganz gut voran. Denn ja, mit dem 32.000er Garant geht das natürlich mit dem Düngen relativ schnell. Und von daher wollen wir natürlich auch schauen, dass wir hier immer ausreichend Dünger haben. So. Den nochmal auskippen. Ich glaube, dann hat BGA erstmal ein bisschen was zu arbeiten. Das sollte ihr dann erstmal reichen. So, wir sind auf 170.000 Euro raus. Das ist schon mal gut. So, und ich wollte euch das nochmal kurz zeigen. Also, ihr habt gesagt, Feld 29, 30 könnten wir im Prinzip nutzen. Ja, ist generell schon mal kein Problem. Jetzt bin ich gerade überlegt, da ist die Mühle. Links vom Feld 30 ist eigentlich fast schon der, also unterhalb vom Feld 30 ist schon so gut wie der Kuhstall. Ja, da könnt ihr mal reinschreiben, ob wir da vielleicht für die Kühe was machen oder ob wir hier was Eigenes machen, vielleicht so in Verbindung von 26, 27 mit dazu, dass wir da praktisch von da mit dem Mähdrescher zur 29 und dann zur 30 zum Ernten fahren. Das könnt ihr mir, wie gesagt, gerne mal reinschreiben. So, wir gucken mal, wie es hier aussieht. Okay, der hat jetzt fast die nächste Spur fertig. Ja, braucht doch ein bisschen länger als gedacht. So, und dann will ich nochmal was gucken. Der Schlüter, das ist Saatgut. Okay, nee, das passt alles soweit. Ja, dann wollte ich nämlich nochmal schnell schauen, was denn unsere Bestände überhaupt sagen. Also, wir haben natürlich einen Haufen Kartoffeln, wir haben eine Menge Gerste und wir haben auch eine Menge Weizen. Da ist jetzt die Überlegung, können wir da was verkaufen, gut, zu einem schicken Preis. Ja, also Weizen, Gerste und Kartoffeln, gut, die sind im Moment ein bisschen im Keller, die Preise. Weizen am Hafen 733, Mühle 782, das klingt doch gut. Ich glaube, da könnten wir aktiv werden. Dann würde ich sagen, ja, 16.16 Uhr ist auch eine coole Zeit. Dann werden wir mal ein bisschen Weizen zur Mühle bringen. Denn, ja, bringt uns ja auch nichts, wenn das Kapital sozusagen hier vor sich hin schlummert, ne? Und warten auf große Nachfrage, haben wir gelernt, wir haben so viel Zeug, da ist das, glaube ich, eher zweitrangig. So, ein bisschen Reserve lassen wir ja drin, aber ich denke mal, so ein, zwei Hängerchen könnten wir ruhig mal dahin fahren. So, bringen wir den nämlich gleich mal da hoch. Denn, wie gesagt, die Sämaschine braucht eh noch eine Zeit und das Düngen ist ja unsinnig, wenn wir dann eine Spur machen, dann wieder warten. Dann können wir in der Zeit auch ein bisschen Pegeten verdienen. Ja, da bringt jeder Kipper ungefähr 50.000 Euro, 45.000 bis 50.000. Bei der Mühle ist das eigentlich ganz okay. Und ihr seht ja selbst, wir haben noch mehr als genug Vorrat. Und eben ist mir hier das Spiel so halb abgestürzt. Ich hoffe, das gab jetzt kein Problem und die Aufnahme läuft weiter. Irgendwie hat den Bildschirm gerade zerflattert. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Aber das Aufnahmesymbol ist noch da. Also ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich speichere die Folge auch zur Sicherheit erstmal noch nicht ab und gucke erstmal, ob das geklappt hat. Weil aus irgendeinem Grund hat gerade der Bildschirm geflackert. Keine Ahnung, was sich da im Hintergrund schon wieder tut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann fahren wir jetzt wie gesagt mal zur Mühle. Ich nehme jetzt mal auf, als ob nichts passiert wäre. Ich hoffe, dass das dann alles auch so im Kasten ist. Ansonsten muss ich die Folge nochmal neu aufnehmen. Aber das werden wir dann sehen. Ich werde dann gleich nach der Aufnahme die Kontrolle machen, bevor ich dann zum Rendern rübergehe. Und ich glaube, dann haben wir das soweit auch aus dem Kreuz. So. Ja, anscheinend scheint hier großer Update-Tag zu sein. Mein Laptop hat 15 Updates, der Aufnahme-PC hatte 9 Updates und der Render-PC zeigt eben auch gerade an, dass er noch Updates hat. Also, oh, wow, wow, das kommt davon, wenn man die PCs nur zweimal die Woche anhat. Aber das ändert sich ja ab nächster Woche. Heute, Donnerstag, 11. Juni, ist für mich hier der letzte Aufnahmetag im alten Studio, sprich in der alten Wohnung. Die Wohnung will ich hier bis Anfang Juli geräumt haben.
dass ich da ein bisschen Ruhe habe. Und das Studio möchte ich am Wochenende umziehen, zumindest schon mal provisorisch einrichten. Morgen am Freitag, den 12. kommt da ein bisschen Internet. Dann habe ich da auch schon mal zumindest einen guten Vorteil. Und ich denke, dann läuft das so langsam alles an. Also wenn dann jetzt, sagen wir mal, bis einschließlich Montag nicht alle Folgen online sind, bitte ich das noch ein letztes Mal zu entschuldigen. Weil, wie gesagt, ich bin hier gerade noch ein bisschen mitten im Hauptumzug. Also der eigentliche Umzug ist durch. Aber jetzt geht es im Prinzip darum, den Umzug der Technik zu machen. Und ich hoffe, dass das morgen mit dem Kabelanschluss alles läuft. Und dann bin ich aus dem Schneider und dann kann ich auch endlich im neuen Studio schon mal aufnehmen. Und während das dann gerendert wird, habe ich ja pro Video zum Rendern immer so 20-30 Minuten Zeit. Und in der Zeit renoviere ich dann ein bisschen weiter. Der zweite große Vorteil, den ich dann habe im neuen Studio ist, weil es ja im Haus ist, ich muss nicht mehr dann zum Aufnehmen, Rendern und Hochladen in Summe 80 Kilometer hin und zurück fahren, sondern ich habe das dann alles vor Ort, kann dann hier die Wohnung nach und nach auflösen, ja, und dann kehrt hoffentlich in den nächsten Wochen bei mir auch mal ein bisschen Ruhe ein, dass ich ganz gechillt in Ruhe hier zu Hause weiter renovieren kann, ne? So, wir bringen jetzt aber erstmal noch ein Kipperchen weg. Autsch. Ich dachte eben, das schaffe ich noch, aber leider hat es nicht geklappt. Sorry dafür. Gab zum Glück nicht so viel Prozent wie befürchtet. Ja, war aber trotzdem nicht schön. So, eine Fuhre machen wir noch. Dann haben wir schon wieder 120.000 Liter weg und sind auch vom Geld her schon gut dabei. Und ich denke mal, vielleicht können wir in der nächsten Folge dann sogar unten die zwei Felder kaufen, die ihr vorgeschlagen habt. Dann hätten wir zwei weitere Felder im Besitz. Das wäre auch schon mal richtig gut. Und ja, dann können wir da auch im Prinzip die Einsaat dann starten. Bin ich jetzt gerade am Überlegen. Ja, Sämaschine steht da drüben. Dann nehmen wir die Kombi am besten. Die, ich wollte schon fast sagen Anaconda, aber die heißt ja nicht Anaconda, ne? Nein, die große Amazone. Und dann machen wir die zwei Fältchen noch fertig da unten. Und dann haben wir das soweit eigentlich auch alles in trockenen Tüchern. So, da warten wir jetzt nur noch, bis er voll ist. So, das ist jetzt geschehen. Dann werden wir mal vorsichtig drehen, in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht gleich den nächsten Unfall baue. Nee, das passt noch. Denn zwei Minuten haben wir noch. Und in der Zeit kriegen wir hier auf alle Fälle die eine Fuhre noch weg. So, dann sind wir nämlich bei 250, 260, 270.000 ungefähr. Oben die Einseite ist auch fertig. Das heißt, das können wir in der nächsten Folge dann fertig düngen und die Sämaschine wegpacken. Dann haben wir da auch ein bisschen Ruhe. Und das kann dann erstmal wachsen. Ja, und hier unten die Felder, ne? 14, 15 und später dann im Anschluss die beiden hier, die werden dann auch noch erntereif. So, ich fahre jetzt gerade hier wieder einen totalen Stiefel zusammen, weil eigentlich Unsinn. Warum fahre ich nicht da hinten rum? So, 440 Folgen und ich kenne Hagenstedt noch nicht. Was ist denn hier los? Unglaublich. So. Wie gesagt, das bringen wir noch zur Mühle. Dann war es das leider schon wieder für heute. Die Zeit geht schnell rum. Aber zumindest haben wir gut Geld gemacht. Fast 100.000 Euro haben wir jetzt eingenommen. So, mal hier rumfahren mit der Kamera. Sieht man es doch besser bei der Allee. Ja, und ich konnte euch mal wieder so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, dass ihr mal wisst, was wie wo jetzt Ambach ist. Und ja, wie gesagt, ich versuche alles rechtzeitig noch online zu stellen und aufzunehmen. Und falls ein Video fehlt, dann seid gewiss, das ist die letzte Unterbrechung sozusagen, weil dann ist das Studio erstmal, auch wenn es nur provisorisch ist, aber im Haus und dann habe ich da mehr Zeit. So, dann sage ich heute schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir genießen gerade noch den Einblick, den Genuss, wir genießen den Anblick des Geldes. Mein Gott, was habe ich denn heute wieder? So, 270.000 Euro, das sieht schon mal gut aus. Das heißt, die nächsten zwei Felder können wir kaufen. Bevor wir das aber machen, bringen wir den Kollegen hier dann zurück und werden natürlich oben noch fertig düngen. In diesem Sinne, bis übermorgen. Servus und tschüss.